Kapitel 9. Kein wahrer Sieg. Es folgte Dunkelheit. Beinahe nur Dunkelheit. Nur ein winziger Schimmer des Lichtes schien von oben herab zu scheinen, als Sol sich wiederfand. Er konnte nicht atmen, er spürte Schmerz. War das hier der Tod? Aber warum brannte dann alles? Warum schmerzten Wunden und Lungen und... Das hier war nicht das Jenseits. Es war das Meer. Ein hektischer Blick nach oben zeigte den Quell des einzigen Lichtes. Die Sonne schien durch die Wasseroberfläche einige Meter über dem Fukano. Luft, er musste nach oben. Aber sein Körper schmerzte. Wogegen er ein Mittel hatte. Die Emotion der Liebe sollte zumindest ein paar Wunden mindern, damit der Aufstieg möglich wurde. Gegen den Druck und die Luftlosigkeit kämpft er an, weiter und weiter nahe jeden Limit. Bis er endlich durchbrach. Die Sonne strahlte, die Wellen schwappten. Nirgendwo war irgendetwas anderes. Irgendetwas außer Wasser. War das hier jenes Meer, welches ins verborgene Land geführt hatte? Aber wenn... Mit letzter Kraft versuchte das Fukano, einen Feuerball in die Luft zu schießen, in der Hoffnung gesehen zu werden. Doch Wasser und Feuer kombinierten schlecht. Gerade da Sol bei diesem Ausflug durchaus einiges geschluckt hatte. Das Resultat war kein mächtiger Feuerball, sondern ein kleiner Funke, kaum weiter sichtbar als einige Meter. Soll? Meter, die für eine reichten. Funkenherz, bist du das? Hier! Die Stimme war rau und kratzig, aber für nun war es genug. Inmitten der Wellen erspähte das Fukano nämlich eine zweite Gestalt, ebenfalls einsam im ewigen Wasser. Eine bekannte Gestalt. Du lebst! Ich lebe, wir leben! Es hat funktioniert! Ha! Stimme einer neuen Zukunft! Nicht mit uns! Aber was war überhaupt der Plan? Wo sind wir? Was? Entspann deine Stimme, lass uns erst einmal in Sicherheit kommen! Mit Vorsicht, doch deutlich mehr Kraft, war nun Funkenherz mit einem Elektroball an der Reihe. Sie wollte nicht, dass die Elektrizität das Wasser traf, aber sie wollte gesehen werden. Halte noch kurz durch, in wenigen Minuten sind wir wieder im Trockenen. Was genau geschehen war, verstand Sol wirklich nicht. Aber musste er das? Nicht wirklich. Er hatte Funkenherz in einer ausweglosen Situation vertraut und nun waren sie hier. Er durfte jetzt nicht schlapp machen, er wurde trainiert zu schwimmen. Das hieß nicht, dass er es lange oder gern konnte, aber es musste reichen. Alleinig darauf fokussiert, sich über Wasser zu halten, bemerkte das Fukano gar nicht, wie seine Partnerin angeschwommen kam und ihn von unter Wasser hochstützte. Du musst nicht. Du bist ein Feuer-Pokémon und hast mehr abbekommen als ich. Ich habe kein Problem damit, uns für jetzt beide über Wasser zu halten. Also spar du dir deine Kräfte. Einerseits wollte sich schlechtes Gewissen breit machen. Andererseits... Funkenherz hatte ja nicht Unrecht. Sie kam wohl deutlich besser mit der Situation aus und gleichzeitig... Wäre die Lage andersherum, würde Sol doch dasselbe tun. So, in der Erschöpfung und in einem Gefühl der Sicherheit, fielen Sol die Augen zu. Hier unten! Wir sind hier! Lange war die Ruhe definitiv nicht gewesen. Was wohl besser war. Der Feuertyp schreckte auf, als Funkenherz rief, wie Sol erkannte, zu einem pinken Fleck am Himmel. Es musste Latira sein. Kurz stoppte der Punkt, kehrte um. Nur etwa 2 Minuten später mit Darkrai und Asche, der im selbstgebauten Boot saß, zurückkehrend.
mit dem Transportmittel nun wieder zur Verfügung, schickte Funkenherz Sol vor, welcher von Asche sogleich an Bord gezogen wurde, bevor sie selber folgte. Ihr seid nass. Macht mir nicht mein ganzes Fell feucht. Ach, sind wir das. Danke für die Info. Viel Platz können wir wohl kaum machen, ne? Inzwischen wieder mit festerer Stimme antwortete Sol. Die erste Sorge seines Bruders war natürlich wieder allerwichtigst. Ein bisschen Wasser bringt dich nicht um, Asche. Aber ich habe viele Fragen. Ja, ich tatsächlich auch. Wenn wir uns jetzt ohnehin zurück ans Ufer aufmachen, kannst du uns mal deinen Plan erklären, Funkenherz? Ich verstehe ihn irgendwie immer noch nicht und ich war dabei. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass du einen Plan hattest. Ich dachte, du möchtest, dass wir uns alle in Sicherheit bringen können, wenn wir nicht alle fliehen können. Ja, da stimme ich auch zu. Beschweren will ich mich natürlich nicht, aber ehrlich, ich war eigentlich völlig bereit, da oben zu sterben. Zwar wärmte das Fell des Fukano heute durch die Feuchtigkeit nicht wie sonst, doch trotzdem rückte Funkenherz direkt heran. Ich ja irgendwie auch, aber nicht ohne etwas auszuprobieren und es hat wirklich geklappt. Ich habe eigentlich nur aus Kurzschlussreaktion gehandelt. Die Stimme einer neuen Zukunft sagte, dass der gesamte Zeitturm untergehen würde und ich weiß, dass der Zeitturm das Herz des verborgenen Landes ist. Sein Existenzbestand, also ich habe eigentlich auch nur geraten. Deshalb wollte ich springen, damit wir hoffentlich die Explosion selber überstehen, gerade mit der Traueremotion. Und als dann der Turm zerstört wurde, dann zerfiel das gesamte verborgene Land und brachte uns zurück an den Ort, an dem es wäre, wenn es in dieser Realität wäre. Und da wir eben mitten im Meer waren, ich habe einfach gehofft, dass wir im Wasser landen würden und irgendwie das Ganze überstehen. Ich muss zugeben, ich habe selber nicht dran geglaubt. Ich hatte nicht erwartet, dass wir lebend auf der anderen Seite herauskommen, aber wir haben es geschafft. Wir sind hier. Wir leben und... Langsam verebbte sichtlich das Adrenalin und die Schwere der Lage kam wahrlich zurück zu Funkenherz. Das ist gerade wirklich passiert. Ich bin einfach gesprungen. Wir sind vom Zeitturm gesprungen, allein in der Hoffnung, dass mein Instinkt stimmen wird. Ich hab dir nicht einmal erklärt, was ich dachte. Ich sagte, du sollst dich von einem Kilometer und Turm stürzen und du hast nicht einmal gezögert. Wenn ich Unrecht gehabt hätte, dann wäre es immer noch das Einzige gewesen, das uns eine Chance gegeben hätte. Aber das wusstest du nicht einmal. Aber ich wusste, dass ich bereit bin, dir mein Leben anzuvertrauen. Und sieh dich um. Ich hab dir vertraut und deswegen bin ich am Leben. Die Stimme wollte unsere Niederlage. Und wir haben gewonnen. Deinetwegen. Das Luxio war sich selber nicht sicher, ob sie wirklich überzeugt war. Sie war ein großes Risiko eingegangen. Sie hätte sterben können, soll mit sich reißen. Antworten tat sie für nun nicht mehr, sondern lag still, genießend, dass es tatsächlich alles aufgegangen war. Dakra entschied sich, ein anderes Thema anzureißen. Und doch bleiben Fragen. Nicht an euch, aber das gesamte verborgene Land ist zerstört. Jener Ort, an welchem die Zahnräder der Zeit lagerten. Die Zerstörung des Zeitturmes bedeutete früher einmal das Ende der Zeit selber, aber diese Welt dreht weiter ihre Bahn und Omegon hat sichtlich das gesamte verborgene Land freiwillig geopfert. Und schuld daran ist alleinig Omegon. Wir haben mit einem Gott als Feind geplant, aber das war er nur früher einmal. Seine Macht genügt inzwischen bestimmt, um Raum und Zeit dieser Welt selber zu verantworten. Die anderen Weltengeister können das immerhin auch.
Wir hätten es ahnen müssen. Darkrai, du hast schon einmal versucht, durch die Zerstörung des Zeitturmes etwas auszurichten. Und Omegon hat damals zum ersten Mal Team Runde Ecken gegen dich genutzt. Die Paralyse der Welt ist für ihn scheinbar ein großes Hindernis. Er wird erwartet haben, dass wir dasselbe nochmal versuchen und sich deshalb vorbereitet. Hat uns eine Falle gestellt. Wir sind mit der falschen Formel trotzdem an das Ziel gelangt, an dem er uns haben wollte. Deswegen war das verborgene Land auch so leer. Es war als nicht mehr gedacht als eine Todesfalle. Ihm war bestimmt klar, dass er uns nicht ganz bezwingen könnte, doch er sah nicht den Pfad, den Funkenherz gesehen hat. Und Omegon hat bestimmt geglaubt, dass es unmöglich für uns wäre, gemeinsam zu entfliehen, aber er hat uns unterschätzt. Er hat dich unterschätzt, Funkenherz. Er hat die Blutlinie des Götterboten unterschätzt. Man könnte meinen, er würde aus Darkrai lernen. Ich freue mich ja über euren Optimismus. Aber verliert nicht die Fakten aus den Augen. Die Fakten sagen, dass diese Reise uns nichts gebracht hat. Nur weil wir überlebt haben, war das kein wahrer Sieg. Unsere Suche ist wieder am Nullpunkt. Und das war bestimmt nicht Omegons letzte Linie der Verteidigung. Wir wissen, dass es das nicht war. Um seiner eigenen Aussage mehr Kraft zu geben, wäre Sol beinahe aufgestanden. Allerdings entschied er sich im Angesicht eigener Erholung, vor allem aber des Luxio neben ihm, dies auszulassen. Zu behaupten, dass es kein Sieg war, wäre zynisch und pessimistisch. Ja, die Suche nach Omegons Herz ist noch nicht vorbei, aber wir haben die letzte Hürde geschlagen, die uns das Schicksal in den Weg stellen könnte. Und vor allem die originalen Stimmen. Wir führen einen Krieg gegen Sternlicht und Schicksal. Der Untergang des Sternlichtes hätte die Niederlage beider mit sich gebracht. Es ist aber deshalb kein Sieg, das Schicksal zu besiegen. Es ist ein Sieg, doch mein Blick liegt auf Konsequenzen. Nicht nur Konsequenzen von Pokémon, sondern auch von Taten. Und die Konsequenzen dieses Sieges sind, als hätte es nie einen Kampf gegeben. Am Ende muss ich dieselbe Schlacht schlagen, wie noch zuvor. Um euch mal zu unterbrechen, wie wollen wir diese Schlacht jetzt eigentlich finden? Wohin wollen wir reisen? Im Angesicht der Planungsfrage war sofort Darkrai wieder am Wort. Zurück nach Nordica. So sehr der Sumpfkontinent sich anbieten würde, die großen Kriege geschehen eigentlich alle auf Nordica. Es wäre für Omegon also sehr schlau, sein Herz außerhalb jeder Gefahr zu setzen. Es wäre zu schlau, um ihm nicht zu vorhersehbar zu sein. Im Krieg ist die Gefahr höher, doch vor allem ist der Schutz es auch. Mit diesem Gedanken, die Nähe zum Schutz, wäre es dann für Omegon nicht irgendwie sogar am schlausten, seine Kämpfer nicht erst jetzt, wenn das Ende naht, zu seinem Herzen zu schicken, sondern schon vor langer, langer Zeit? Meinst du, dass in Wahrheit wir den Standort schon kannten, als Darkrai noch alleine kämpfte? Nein, das meine ich nicht unbedingt. Es wirkt nur so eigenartig. Warum von allen Orten, die es in dieser Welt gibt, würde Omegon die gesamte Macht seiner mächtigsten Krieger in einem kleinen, irrelevanten Dorf inmitten des Nichts sammeln? Vermutlich damit im Falle eines neuen Kampfes weniger Zivilisten im Zentrum leben müssen. Zum Beispiel in diesem Kampf. Vielleicht hat er sie alle versammelt, wo sein Herz lagert. Soll ich verstehe zwar irgendwo, wo der Gedanke herkommt, aber glaubst du nicht, dass ich dann irgendwann davon mitbekommen hätte oder jemand anderes von meinen Freunden? Wo sollte sich das Herz verstecken? Im Spiegelsee? Das ist schon ein Portal zu einer Zweigwelt. Ansonsten hat die Stadt nichts außer einen Baum, einen Brunnen und Häuser. In den Häusern werden wir logischerweise nicht fündig. Der Brunnen ist so flach, dass man bis an seinen Grund blicken kann. Dort würde man was sehen und auf den Baum bin ich als Kind schon oft genug geklettert, um dir zu garantieren, außer Äste und Blätter gibt's da nichts. Was auch Sinn macht. Ein Versteck in der Baumkrone wird durch das Konzept von, naja,
Jahreszeiten zerstört. Silberdorf hat nicht den notwendigen Platz für ein Versteck. Ich stimme Funkenherz zu. Aber teilweise auch Soll. Wir kehren zurück in die Umgebung. Denn Silberdorf selber bietet keine Verstecke. Aber wenn Omegon die Helden wirklich nahe haben möchte, kann das Herz ja auch irgendwo nicht fern versteckt liegen. Der Gedankengang ist durchaus clever. Asche antwortete durch einen Feuerstoß inmitten des Ozeans. Halt dein Maul! Bitte. Ein durchdringender Blick mit kalten Augen durchdrang den Schatten alleinig für die Rückfrage. Halt dich zurück, Asche. Wir können auch nichts dafür, wie es dir geht. Wie es ihm ging? Erst nun bemerkte Soll, dass sein Bruder sehr zittrig stand und ihm Schweiß tropfte. Seine Augen wirkten glasig. Natürlich könnt ihr das! Lügt mich nicht an! Ein weiterer Feuerstoß. Erneut war das Ziel nur der Ozean. Und kurz nach dem Angriff folgte das Vulnona selber. Erschrocken blickte die Gruppe auf das Wasser, bis rund 20 Sekunden später ihr Anführer wieder auftauchte und wild hustete. Ach, Scheiße! Ich hasse alles daran! Ohne weitere Worte kletterte Asche zurück auf das Holzboot.